so war ich, West-Berlin Untergrund, MOR-Crew. Wir chillen hier gerade bei mir zu Hause mit Mel Beats auf Fat MTV. Und es gibt eine Woche schöne Statements und Interviews etc. und angenehme Videos. Und außerdem gibt es noch einiges von Eminem aus Amsterdam. Und zur Einstimmung gleich sein neues Video, The Real Slim Shady. Mit euch, MOR Crew, Kusewasch, West-Berlin Untergrund, bei Fat MTV. Bonobo 1 Panzer, yeah. Fuad Manza, West-Berlin Untergrund. Ronald McDonald serviert Burger mit BSE. Martin Büto im Pagenlook. DJ Boba Fett, AKZ. Mel Beats. Justus Jonas und Jack Austin, Battle-Maschine aus dem Weltall. Diese Woche werdet ihr viele schöne Videos sehen und wir werden noch bei mir zu Hause chillen und rappen oder versuchen zu rappen. Wir werden uns über Rap unterhalten und dann gibt es noch Photo Love Story mit Slim Motherfucking Shady, Baby. Und viele Fick-Fotos. Bin fast wie eine Kerze. Nicht sein, weil alle Leute tief betroffen sind von meinen gefährlichen Texten. Von dem gefährlichen LMS und King of Rap. Nee, nee. Also das Ding ist, ich bin nicht gegen Frauen, ich bin nicht gegen Schwule. Ich bin... Irgendwas war doch da noch. Das wäre schon schön, aber das bringt ja leider nicht. Ich hab's vergessen, Mann. Ich wollte irgendetwas sagen, Mann. Mann, im Endeffekt, um ganz ehrlich zu sein, ich versuche nur gute Musik zu machen und das sind einfach nur Battle-Raps. Und ich meine, wenn die Leute das so ernst nehmen und stark in den falschen Hals kriegen, so, dann tut's mir leid. Aber ich muss das machen, ich kann nichts dagegen tun. Für mich einen guten Battle-Text macht aus, wenn man sich persönlich angesprochen fühlt als Zuhörer von den Rhymes, die der MC kickt und... Also ich persönlich zum Beispiel, wenn ich meine Rhymes schreibe, dann denke ich immer, dann stelle ich mir einfach vor, dass gegenüber von mir ein anderer MC sitzt und ich ihn jetzt vor den anderen fertig machen muss. Und es kommt natürlich auch auf die Metaphern an, die man benutzt und wie man, was man für Wörter benutzt und wie man etwas sagt. Und ich meine, also zum Beispiel meine Texte, viele finden, dass sie zum Beispiel simpel klingen. Aber im Endeffekt versuche ich das schon immer auch, ich versuche auch viele Punchlines zu benutzen, das heißt also die Sachen in zwei Sätzen auf den Punkt zu bringen und vielleicht klingen meine Sachen sogar simpel, aber ich denke trotzdem eigentlich über jeden Rhyme genau nach. Partner, deine Flows und Raps sind wie Lotto und Logik. Dein, ich liebe dich so sehr, rein tut Hip-Hop weh wie ein Profi. Steppers Mike, deine Kuh sanft wie die untere Haut am Schwanz. Deutscher Rap ist dick, schwul und weitet Ami-Müll aus Angst. Ich bleib intakt wie P-Funk, bis der Beat sagt wie ein D-Sack. Deine Flows verlieren die Orientierung und fragen wie lang. Also, zum Beispiel, was ich aus Deutschland mag, texttechnisch sind zum Beispiel so Leute wie Tone oder Assad oder Lucky. Das ist halt, was mir persönlich gefällt. Oder halt Leute aus unserer Crew. Aber grundsätzlich finde ich, sollten Rap-Texte schon eigentlich immer Battle-Texte sein. Wenn man unbedingt jetzt message-mäßig abgehen will, dann muss man das halt genau fokussieren, was man sagen will und muss da halt schon realistisch etwas rüberbringen und auch bei der Story bleiben, dass die Leute auch peilen, wovon man spricht. Aber wenn es peinlich wird, dann ist halt unangenehm für alle Beteiligten, für den Hörer und für den sogenannten Künstler dann halt. Als Rapper, wenn man dann Scheiße erzählt, dann ist es auch nicht so gut. Also ich glaube, die Grenze liegt immer dort, wo die Beats auf jeden Fall ekelhaft werden und die Rhymes peinlich so. Also alles, was Premiere gebeitet ist, darauf habe ich kein Interesse zu rappen. Und ich habe kein Interesse an irgendwelchen peinlichen Feature-Freunden oder so. Ich will einfach nur mit meinen Homies zusammen Musik machen. Wir haben gar kein Interesse, um ehrlich zu sein, also dieses ganze Hip-Hop-Zeug, das ist natürlich cool in Deutschland, das ist ja gut, alle haben ihren Spaß und wollen Musik machen, aber künstlich diese Einfamilienfilm zu schieben, ist auch auf jeden Fall ein bisschen weit hergeholt. So. Man kann ja mit seinen Leuten chillen und so und es gibt natürlich auch noch gute Leute in Deutschland, die auf jeden Fall freshe Sachen machen oder auf ihre Art und Weise. Zum Beispiel Curse hat auch ein freshes Album gemacht, wenn es auch nicht jetzt, das ist natürlich nicht hundertprozentig mein Ding, so, also sowas würde ich natürlich jetzt nicht machen, aber das ist trotzdem ein positives, gutes Rap-Album geworden. Also das war's erstmal für heute, wir sehen uns morgen wieder. Weil da drüben sind zwei, die versuchen zu ficken und wir werden die jetzt beobachten. Ansonsten in der Zwischenzeit
könnt ihr noch in den Plattenladen gehen und versuchen, dieses Album zu bekommen auf CD oder LP. West-Berlin Maskulin, neues Album Battle Kings. Und Kool Savas, MOR Crew und Eminem auf Fat MTV, Montag bis Freitag um 9:30 Uhr. West-Berlin.